Hallo Leute, weiter geht's bei Pflanzen gegen Zombies. Wir haben einen Sandgarten gekriegt und wir haben eine Gießkanne. Wir können jetzt die Sprösslinge gießen. Und die geben dann Geld. Ja, die haben immer wieder Durst. Die haben immer wieder Durst. Die geben immer, naja, nicht viel Geld, aber... Kann ich sie auch gießen, wenn sie keinen Durst haben? Nö, bringt nichts. Ja, ich hatte dich gerade gegossen, was soll denn der Scheiß? Okay, hier könnte ich... Was? Deine Pflanzen brauchen Dünger zum Wachsen. Geh zum Laden und kauf Dünger. Oh. Ich gebe dir Dünger, weil du vorbeigekommen bist. Hier. Oh, in Kürze kann ich mir mehr Zeugs kaufen. Hier haben wir eine... Oh mein Gott. Eine goldene Gießkanne. Eine komische Handschuhe. Ja, erstmal den Dünger. Vielleicht gefällt dir ja was. Ja, gib mir den Dünger. Brauchen Dünger zum Wachsen. Ja, gib es mir. Ja. Ungezieferspray, das macht sie einen ganzen Tag lang glücklich. Hm. Das Grammophon spielt Musik für deine Pflanzen. Das macht sie auch glücklich, es kostet aber zu viel. Und mit dem Gartenanschub kann ich Pflanzen umstellen. Toll. Hier ist... Ja, gib mir wieder... Hier diese Laubrechen da. Das, halt die Klappe jetzt. Ja, den Goldpilz könnte ich mir kaufen. Gib mir den Handschuh. Warum auch nicht? Nee, dann den Rest spare ich mal. Okay, ich kann die jetzt düngen. Oh, fantastisch. Die geben mir gut Geld. Was, das war's für den Moment. Komm wieder, wenn deine Pflanzen Pflege brauchen. Ja, toll. Die kann ich jetzt hier umtopfen. Ich stelle die mal so in die Sonne. Nebeneinander. Ja, so. Braucht die noch Wasser? Nö, vermutlich nicht. Gut, scheinbar geht es weiter. Auf dem Dach, versteht sich. Ja, sein Garten ist echt schick. Was? Ja, es geht. Du kannst ihn jederzeit vom Hauptmenü aus besuchen. Aber genug davon, du musst dein Haus verteidigen. Aber ich muss dich warnen. Das nächste Level wird dir nicht schmecken. Warum? Du bekommst es mit Unmengen von Bungee-Zombies zu tun. Oh nein. Ich hasse diese vermaledeiten Bungees. Ich hasse sie. Ich hasse sie von Herzen. Und wie die Pest. Heidewitzka, da kommen die Blödmänner schon. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh, nee, so geht das wieder. Oh, shit. Ja, toll. Fantastisch. Kann nichts tun. Doch, hier. Einfach so einen Topf beschützen. Oh, 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 Kirschbombe. Brauche was zum Angreifen. Oh, sowas hier zum Beispiel. Sehr gut. Aber der da unten, warum? Oh Gott. Das ist ein Problem. Machen wir den da hin. Ich setze mir da rein. So, dann haben wir erstmal Ruhe. Machen wir da noch einen Topf hin. Warum? Weil wir es können. Dann beschützen wir die eine. Warum kriege ich nichts, damit ich schießen kann? Ich weiß es nicht. Naja, wisst ihr was? Boom! So. Und da auch noch eine. So. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Hm, funktioniert das, wenn ich das hier hinpacke? Und boom! Shit, es funktioniert nicht. Okay, dann halt so. Boom! So. Mein Gott. Die auch noch beschützen hier. Sehr gut. Ja, 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 ja. Alles gut, alles gut, alles gut. Die auch noch beschützen. Hier noch einen Topf hin. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Kann ich gleich zwei Reihen von denen machen? Vermutlich, ja. Da einen hin. Da einen hin. Und da unten einen hin. Ja. Wir machen zwei Reihen davon. Fucking shit. Und boom. Yes. Nein, meine eine Pflanze ist schon weg. Das ist gar nicht mal so gut. Brauche irgendwas Explosives. Die da beschützen. Oh nein. Es dauert so lange, bis die wieder... Oh shit. Du kommst hier hin. Ja, okay. Hier ist hier eine bereit. Hier unten, das ist gut.
Gut. Ja, okay, 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 okay. Mindestens eine muss immer bereit sein, aber das ist nicht der Fall. Nee, okay, bei dir passt's. Da oben passt auch. Da unten passt aber nicht. Wir machen es dahin. Und warten. Und sagen. Ka. Boom! Shit, die hätte jetzt den Gegner nicht unbedingt fressen müssen. Das hätte jetzt besser laufen können. So, wir verteidigen wieder alle unsere Pflanzen, das ist gut. Oh fucking shit. Mach hier hinten eine hin. Noms. Da hinten können sie nur Töpfe klauen. Ihr Idioten! Ihr Idioten! Noms, sehr gut. Und du, leck dich mit deiner Scheißleiter, du. So, du kommst hier hin. Dann verteidigen wir noch dich. Gut. Sehr gut. Ja, komm nur runter. Ja. Boom! Yes! Da ist nicht so gut, da ist nicht so gut, da ist nicht so gut, da ist nicht so gut. Machen die eine Pflanze weg und ersetzen sie durch eine neue. Das ist die Alternative, wenn sie am Fressen sind. Einfach eine neue hinmachen, so. Nom, 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 nom. Nee, shit, jetzt habe ich eine. Eine, die bereit zum Fressen gewesen wäre, ersetzt. Machen hier eine hin. Noms, gut. Geht alle weg. Boom, yes. Dann entfernen wir dich hier hinten. Durch eine neue. Noms, dann ist schon mal der eine weg. Diese beschützen wir. Wen müssen wir noch beschützen? Weiß ich nicht. Machen noch ein bisschen mehr Blumentöpfe dahin. Damit sie überhaupt nicht mehr durchkommen. Dann Noms. Da kommen bisher. Es dauert halt immer einen Moment, bis diese armen, armen Blümchen soweit sind. Ab nun geht die mir langsam was ich auf den Sack hier. Boom! Hier, zack, neue Pflanze, Noms. Alter! Alter, geht jetzt da weg! Mein Gott! Ich kann nur da die obere befreien quasi, ja. Oh, ich bräuchte dringend mal einen Topf. Ich bräuchte echt dringend mal einen Topf. Neuen Topf, sagte ich. Okay, das war in Ordnung. Diese hier ersetzen. Zack. Sehr gut. Dann ersetzen wir sie gleich nochmal. Machen da oben. Ne, wir machen ungefähr da einen Topf hin. Da wird ganz bestimmt ganz viel. Oh nein. Lass da meine Pflanze in Ruhe, verdammt nochmal. Und. Kaboom! Yes! Hätte den Topf beinahe nicht mehr gesehen. Schnappt ihr den da? Hier da unten, ihr seid kein Problem, weil es macht. Boom! Ja, doch, es ging gut. Es ging gut, aber es war ein Problem. Es war ein Problem. Und wir kriegen. Eine derpy aussehende Knoblauchzehe. Nee, das ist keine Zehe, das ist ein richtiger Knoblauch. Leitet Zombies in andere Reihen um. Aha. Zombies mögen also keinen Knoblauch. Das ist gut. Gott, was ist das da für einer? Katapult-Zombie. Oh Gott. Okay, wir kämpfen wieder richtig. Wir nehmen mit Blumentopf, Sonnenblume, unsere beiden Katapulte. Wir haben keine Football-Zombies. Die Bohne und der Pilz bleibt dann da. Dann nehmen wir noch mit die Kirschbombe, die war vorhin bereits super. Dann noch die Nuss. Was nehmen wir noch mit? Was nehmen wir noch mit? Kürbis oder Hochwalnuss? Ich glaube den Kürbis, ja, den... Ja, den Kürbis. Oh, ich kann noch was mitnehmen, ist gut. Warum nicht noch den Schnapper, ja. Warum nicht noch den? Wenn es kritisch wird. So, perfekt. Und wir können wieder lustig und fröhlich Sonnenblumen pflanzen. Warum? Ist witzig. Ist witzig, ja. Was ist denn eigentlich euer Lieblingsrechen hier? Ja, ich meine, in der Theorie, es gibt Heurechen und Laubrechen und es gibt ja auch eine Art Wasserrechen, wo man seinen Pool da quasi damit reinigen kann. Apropos Pool, können wir mal darüber reden, dass ich in diesem Spiel hier, ja,
einen Pool habe im Garten, ja, und dann nicht mal ein kleiner Pool. Ich meine, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe einen Pool. Und das hätte ich mir nie zu träumen erlaubt. Aber ich habe das scheinbar. Habt ihr das auch, hä? Ja, ihr habt alle einen Pool zu Hause. Ja, ist ja in Ordnung. Ist ja gut. Wie konnte ich so naiv sein und denken, dass ihr keinen Pool zu Hause habt? In eurem Garten, ja. Okay, dann kommt da der nächste. Ja, wir machen ihn dahin, komm. Hier noch was hin. Ja, jeder hat einen Pool zu Hause, nur ich nicht. Nur in diesem Spiel. Ja, da stand sogar Haus von Shawnee. Also bitte, das muss mein Haus sein. Wollt ihr irgendwas anderes sagen? Ich hoffe nicht. Ihr habt doch keine Ahnung. Muss mein Haus sein, wie gesagt. Es gibt gar keine andere Möglichkeit, dass es mein Haus sei. Oh, shit. Noch eine Sonne, danke. Feuer frei. Was machen wir jetzt da oben? Außer ein Problem haben vielleicht. Und hoffen, dass meine Sonnenblumen ein bisschen aktiv werden. Danke, und los. Ich hoffe, das reicht für den Weg. Yes, mit großen Butterstückchen musst du angreifen, das ist gut. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Wobei, ob es mit dem Nachbarn hier wirklich klappen muss, ich meine... Das ist der depperte Dave. Ich meine... Der ist doch deppert! Vermute ich jetzt mal. Wobei, er sagt ja selber. Nee, der Charakter ist irgendwie... Er ist genauso dämlich, wie er irgendwie cool dargestellt wird, ja. Ich muss schon sagen. Irgendwie, der hat was. Oh, da oben ein geschützter Typ. Kein Thema. Und unsere Sonnenblumenarmee ist voll. Gute Sache, das. Hier noch was hin. Machen wir dann noch einen Topf hin. Soll ich jetzt da nochmal einen Katapult hinmachen oder soll ich da bereits eine Nuss hinmachen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Wir sehen es ja dann. Ich glaube, ich mache da wirklich noch was hin. Ich glaube, hier oben auf diesen fünf oder ja, auf diesen vier Dachplatten da, da könnte ich theoretisch, wirklich in der Theorie, normale Blumen hinsetzen, die gerade ausschießen. Ich glaube, das würde da funktionieren. Glaube ich halt wirklich. Wow, was hier alles umherfliegt. Weil es so gesundes Zeug, wie gesagt, Kohl und Mais und so weiter, so, ist jetzt nicht unbedingt meins. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gesagt. Ich bin mehr so der Fleischtyp. Ja, wirklich. Ich meine, nichts gegen die ganzen Vegetarier und Veganer und so weiter. Ich meine, das ist auch nicht unbedingt das Verkehrteste der Welt, ja. Aber ganz unter uns, als Vegetarier und Veganer, ich würde verhungern. Oh Gott. Oh Gott, da kommt was an. Da kommt was an. Und das Ding hier, das muss weg. Da, diese Apparatur da. Boom. Sehr gut. Habt dieses riesige Fahrzeug. Da kommt nochmal so ein scheiß Fahrzeug. Nuss. Yes. Der schießt da mit... mit Basketbällen. Aber er kommt irgendwie nicht zum Schuss. Das ist gut. Das ist gut. Seht ihr das? Boom. Ist Idiot da. Mann, warum stirbt er nicht? Okay, es explodiert. Oh nein, da oben kommt schon wieder so einer. Warum? Oh, gut Geld. Diese Fahrzeugtypen da, die nerven. Die sind halt auch mit dem Katapult unterwegs. Will ich das gutheißen? Nein. Was will ich gutheißen, dass ich hier meine Nuss schützen kann? Ja, das will ich gutheißen. Warum? Sehr, sehr wichtig. Yes, und das nächste Fahrzeug ist down. Warum nicht hier noch einen Schnapper hinmachen? Und dann davor eine Nuss. Das hört sich für mich gerade nach einer guten Idee an. Komm schon. Nuss, lade dich auf. Yeah. Da noch einen Schnapper hin. Ja, scheißegal, dass alles schön aussieht. Muss es auch gar nicht. Noms. So. Alles gut, alles gut, alles schön. Hier nochmal einen Schnapper, zack. Was wollt ihr denn eigentlich noch von mir? Nicht allzu viel, hoffe ich doch. Die Schnapper sind auch ziemlich schnell aufgeladen, merke ich gerade. Zack, hier noch was. Warum habe ich jetzt auf einmal nicht mehr so viele Sonnen wie zuvor? Nur mal so. Nur mal so. Wobei, doch, jetzt droppen sie die ganzen Sonnen.
Alles klar, dann kann ich halt noch ein bisschen mehr Angriffskraft in die zweitletzte Reihe packen und über das ganze Geld freuen, das wir kriegen. Wir brauchen noch so viel Geld, dass wir irgendwann mal alles kaufen können. Ich möchte natürlich alles kaufen, aber da werde ich dann bestimmt ein bisschen offscreen Geld farmen gehen, weil... Ja, ich meine ja nur. Ich werde euch gerne zeigen, was es hier alles gibt und so weiter. Aber das Geld farmen und so, das müsst ihr ja nicht unbedingt miterleben, oder? Oder doch? Wollt ihr das? Nee, wollt ihr nicht. Bin ich überzeugt. Oh nein, nochmal so ein scheiß Typ da. Oh nein! Okay, okay, es reicht. Es reicht. Boom! Oh mein Gott, das gab gut Geld. Nur noch das, ein Vollidiot. Lass die Nuss jetzt in Ruhe. So, und ich glaube, wir haben es jeden Moment geschafft. Sobald er endlich mal stirbt. Würdest du jetzt bitte... Danke. Und, oh mein Gott, wir kriegen jetzt endlich was Cooles. Was heißt endlich? Ich habe schon ganz viel Zeugs gekriegt, das cool war. Aber das hier könnte wichtig sein. Schirmblatt. Schützt benachbarte Pflanzen vor Bungee und Katapulten. Da ist gut. Da ist gut. Oh mein Gott, ja toll. Wir haben hier wieder den Katapult-Typ. Den Bungee-Zombie. Steht jetzt eigentlich was beim Katapult-Zombie? Schleudert Basketbälle auf deine Pflanzen, ja. Ja, wir werden die ganzen Artikel später noch lesen. Aber Leute, erstmal würde ich sagen, das war's für heute mit Pflanzen gegen Zombies. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!